20 Ja-Stimmen und eine Nein-Stimme. Damit kommen wir zur Wahl des für den Sitz des Gemeindekassiers die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Österreich, Team Karl Mayröck, bringt gemäß § 24 der GO den Wahlvorschlag für das Amt des Gemeindekassiers ein. Werner Müller, geboren 1966, Spareweg 26, 8074, Rauer. Bitte mit dem Ausdruck der Stimmzettel. Das haben beide Fraktionen noch in Anspruch auf dieses Vorstands, diesen Vorstandssitz. Und auch beide Fraktionen Anspruch auf die Gemeinde, dass sie noch haben, hat der Gemeinderat zu entscheiden, welcher Fraktion dieser Vorstandssitz zufällt. Kein Problem. Es gibt nur einen Wahlvorschlag, deshalb haben wir keinen Wahlvorschlag noch eingebracht, sondern erst wenn entschieden ist, welcher Fraktion der Kassier zusteht, kann man dann einen entsprechenden Wahlvorschlag. Wer mit dem Wahlvorschlag der Sozialdemokratischen Partei? Ich glaube, es ist zu weit zu früh noch. Welche Fraktion? Ja, welche Fraktion? Ja. Natürlich. Das wird schon. Nein, es kann nicht zwei Wahlvorschläge geben. Es ist darüber abzustimmen, welche Fraktion, das muss nicht in geheimer Wahl sein, welche Fraktion der Kassier vorsteht, nachdem zwei Fraktionen Anspruch auf den Vorstand sitzen. Geschätzter Gemeinderat, Sie haben den Wunsch und den Vorschlag von Herrn Fulbacher gehört. Wer für den Gemeinderat nicht so vor? Ja, man kann es ja einfacher machen. Wer für den Gemeindekassier, für die Fraktion, der Gemeindekassier, also Fraktion der SPÖ zufolgt, wer dafür einverstanden ist, bitte mal zeigen mit der Hand. Hochbleiben. Gegenprobe. Nein, nicht Gegenprobe, sondern wer ist für die ÖVP? Ja, wieso darf ich keine Gegenprobe machen? Entschuldige, das ist doch auch in der Gemeindeordnung vorgesehen, Herr Kohlbacher. Nein, ist das nicht in dem Fall. Ja. Ich darf feststellen, dass mit 12 Stimmen die Wahl für den Gemeindekassier vorgeschlagen wird. Herr Vorsitzender, das stimmt so nicht. Und das hat nichts mit Besserwissen zu tun, das ist einfach so vorgesehen und da sollten wir uns bitte halten. Bitte, wer für den ÖVP-Gemeindekassier stimmt, bitte ihr Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Bitte dann am Stimmzettel austeilen, ist eindeutige Mehrheit für die SPÖ-Fraktion. Volkspartei
der Wahlvorschlag für Herrn Richard Bieler in Mittelmanngasse 9 abgegeben. Mit dem Ausgang der Stimmzettel. Jahrzehntelang in Ausschüssen gearbeitet hat, mit Minderheiten und Mehrheiten. Und bei uns ist es übrigens Usus, dass alle Gemeinderatsmitglieder zu allen Ausschusssitzungen eingeladen werden. Das heißt, ist ein echter Gemeinderat. Ich habe die auch nicht unterbrochen, Herr Kohlhofer. Dass Sie alle daran teilnehmen, das wird dort durchdiskutiert. Die Ausschüsse kennen außer dem Prüfungsausschuss sowieso nur Empfehlungen an den Gemeinderat weiterleiten. Und so ist es bis jetzt geschehen. Und ich würde die zuständigen Gemeinderäte bitten, bei den von uns durchgesprochenen Ausschüssen und die Zahl der Ausschussmitglieder zu bleiben. Bitte die Stimmzettel aufzuteilen. Ich möchte eins auch erwähnen dazu, das ist nicht durchgesprochen im Gemeinderat, das ist ein einseitiger Vorschlag der SPÖ, der nicht besprochen wurde, weder sachliche Zusammensetzung, noch die Anzahl der Ausschüsse, noch die Personen der Ausschüsse, die Größe da. Also das ist weder in irgendeinem Gremium im Vorfeld diskutiert worden, das ist einfach, wo ihr sagt, so ist das, wir wollen das so, fräst oder stirbt. Und das finde ich nicht die richtige Vorgehensweise, gleich am Anfang einer hoffentlich gedeihlichen Zusammenarbeit. Ist jetzt eine Umlösung geschafft? Das war die Aufschrift. Zusammenarbeit findet, wie er in den letzten 25 Jahren gearbeitet hat. Die 25 Jahre wurde konstruktiv für unsere Gemeinde gearbeitet und ich wünsche mir, dass das auch weiterhin so für unsere Gemeinde, für die Bevölkerung stattfindet, dass wir weiterhin eine Gemeinde sind, die im Bezirk Bundesland und auch in vielleicht in Österreich an der Spitze in wirtschaftlichen Belangen steht. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Zusammenarbeit. Danke für Ihr Erscheinen und darf bitten den neuen Bürgermeister um einige Worte an uns. Ja, liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, Herr Bezirkshauptmann,
werter Gemeinderat, geschätzte Bedienstete. Ich muss mich heute einmal bedanken für das Vertrauen, das Sie in mich gesetzt haben, dass ich überhaupt zum Bürgermeister geworden bin. Es wartet sehr viel Arbeit auf uns, große Arbeit. Wir sind eigentlich jetzt der Gemeinderat ist eigentlich, wir sind die Personen jetzt, die das Fundament für die nächsten, sagen wir, hunderten Jahren legen. Vielleicht werden wir einmal geschichtsträchtig werden durch diese Fundamente, was wir jetzt da legen. Aber jedenfalls, wir haben jetzt da die Hauptaufgabe, dass wir diese neue Gemeinde Laber-Glambach auf die Füße bringen, auf Schwung bringen. Und da möchte ich auch noch beim Herrn Bezirkshauptmann Danke sagen. Die erste Vorstufe durch den Herrn Wolfgang Schriebel, dass der uns zur Verfügung gestellt wurde, der hat sehr gute Arbeit geleistet. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin froh, dass diese erste Phase unpolitisch neutral über die Bühne gegangen ist. Dafür noch einmal recht herzlich Danke. Ja, es ist, wie soll ich sagen, Schwerarbeit, was meint man Schwerarbeit? Die Arbeit, was wir jetzt da haben, unsere Hauptaufgabe ist einmal, die beiden Gemeinden zusammenführen, dass wir eine Gemeinde sind. Das nicht einmal heißt, die oben, die unten, das ist einmal die Hauptaufgabe. Das heißt, das ist die Gemeinde Laber-Glambach. Und von meiner Seite her, ich war immer offen, ich werde es auch immer sein. Und meine Hände sind immer offen. Das ist dieses Misstrauen, das glaube ich, Adi, das wird es nicht geben zwischen uns. Und ich werde immer da die unterstützen. Und es wird immer offen und transparent sein. Es wird keine Geheimnisse geben. Du kannst dann nach einem Miller fragen, es war bei uns immer alles offen, es hat nie eine Verschleierungsaktion gegeben. Das Wahlergebnis ist, es ist so ausgegangen und was soll ich sagen? Nein, ich hoffe, dass wir gut zusammenarbeiten. Ich möchte natürlich auch dem Peter Danke sagen, es ist ein großartiger Schritt, den er unternommen hat, vom Bürgermeister auf den Vize zurückzutreten. Für das noch einmal danke und auch auf eine gute Zusammenarbeit. Unsere Familien, eure Angehörigen werden in der nächsten Zeit sicher müssen ein bisschen verzichten auf euch, weil es werden viele Ausschusssitzungen sein, Gemeinderatssitzungen. Es wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich möchte mich noch einmal bei allen recht herzlich bedanken. Und auf eine gute Zusammenarbeit. Anschließend gibt es noch ein bis zwei Getränke für alle im Rathof. Die Sitzung ist geschlossen.